Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wie heißt diese Fall? Ich. So ein Scheiß. Das war jetzt schon der dritte Versuch, Wildlands zu sagen. Also, willkommen bei Wildlands und so ein Breakpoint und bla. Also, Breakpoint ist es ja nicht. Nee, aber. Ich kann einfach nicht mehr anmoderieren. Ich habe gerade auch Borderlands 3 aufgenommen. Und dann speichert. Das speichert mein Hirn irgendwie sofort ab. Und dann spielen wir nur noch Borderlands 3 und nicht mehr Wildlands. Naja. Und Ghost Raccoon schon gleich gar nicht. Gut, was machen wir? Wir gehen jetzt weiter. Und. Ich fliege. Ja, ich will. Und schauen nach weiteren Sachen. Also wir könnten hier. Wir könnten eigentlich rein theoretisch. Also der Anfangsplan war ja von hier nach da, nach da, nach da, nach da, nach da. Wir können jetzt aber auch hier die Datei nochmal holen, dann hier und dann die drei Sachen abfrühstücken. Ich glaube, das ist. Das ist ganz cool. Dann bekommen wir auch. Oh Scheiße. Wir haben. Oh Scheiße. Hier sind ja überall solche Abwehrtürme. Maschinenpistole. Ja, genau. Ich sehe ein zweites Ziel. Tango Nummer 3. Drohne fliegt. Hier ist ein Generator. Sollen wir mal den Strom abstellen? Hab noch einen, macht 5. Da ist. Warte, waren wir hier nicht schon? Da ist eine montierte Waffe. Ja, hier waren wir schon. Und wo ist hier jetzt die Datei? Sieht man auf dem Bildschirm gar nicht. Oh, auf der Map gar nicht. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Wagen mit montierter Waffe. Wo ist die? Hä? Da ist. Gut. Dann ballern wir mal die drei weg da. Da ist eine montierte Waffe. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Ziel erfasst. Unidad Heli. Unten bleiben. Der Tango ist hin. Okay, es ist alles gut. Knapp daneben. Er will wissen, wo das herkam. Fuck. Granate kommt. Come mierda, culeros. Wir sind an uns dran. Ganz ruhig. Jetzt mach den mal weg. Willst du mich verarschen? Ich muss den viermal treffen. Oh shit, da kommen sie. Ui. Hier falle ich tief. Wieso? Hä? Wieso sind es keine One-Shots mehr? Das verstehe ich wirklich nicht. Oh wow, die sind ja über mir.
an. Sie beruhigen sich. Die denken, wir sind weg. Oh, Mist, aufgeflogen. Ach, aber wieso muss ich hier so oft treffen mit dem Sniper? Mit dem muss ich nur einmal treffen. Das ist sehr verdächtig. So. Sehr komisch. Und wie komme ich jetzt hier hoch? Ah, wahrscheinlich hier rum. So, jetzt aber fertig hier. Sauber hier drüben. Gut. Das war mal interessant. Das war mal interessant. So, dann hier. Wer, das hat sich nicht gelohnt. Bitte nicht um eine Armee, Kommandante Burkhardt. Nur um ein paar deiner besten Leute, um für die Sicherheit meiner Familie zu sorgen. Ich treffe keine Abkommen, Bokita. Wende dich an El Muro. Ich will auf keinen Fall mit El Muro reden. Alles, was ich ihm sage, geht direkt an El Sueño. Verstehst du das? Das endet nicht gut für mich. Klingt, als hättest du Dreck am Stecken. Nichts, womit ich nicht klarkäme. Ich kann nur keine Geschäfte machen, wenn ich mich jede Minute umsehen muss. Verstanden? Ich muss meine Tochter schützen. Du willst permanente Sicherheit für deine Familie. Das sind 10 bis 12 Männer. Und was springt da für mich raus? Du schickst deine Besten, ich schicke mein Bestes. El mejor polvo, hermano. Das haut dir das Hirn raus. Gut, du schickst mir eine Probe. Und wenn sie hält, was du versprichst, arrangiere ich eine Feldübung für einige meiner Männer. Klar? Wow. Okay. Warte, die Tür hat geklingelt, warte. Gut. Sorry für die kurze Unterbrechung. Jetzt geht's weiter, nämlich nach da. Jetzt bekommen wir halt den Heli nicht mehr. Aber, ups. Aber das ist nicht so schlimm. Ups. War geplant so. War definitiv so geplant. Ich glaube, wir nehmen den Panzer hier. So viel zum Alarm. Es wird keine Verstärkung kommen. Ich fahre. Nice. Oder fertig. Wenn die uns jetzt ui, was ist das denn für ein Speed-Ding? Mal schauen, ob die merken, dass wir das sind und nicht ihre Kumpels. Naja, da ist ja niemand dabei. Oder hier ist ja niemand. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Oh, meins? Hm.
Ich könnte auch einfach das nehmen und weggehen. Waffen? So, was sind Waffen? Gut. Gut. Let's go. Da bekomme ich ein krasses Scharfschützengewehr, aber ich glaube, dass das ohne Schalldämpfer ist. Seht ihr das? Sieht aus wie ein Trainingscamp des Kartells. Laut Bowman landen hier alle neuen Rekruten. Santa Blanca wirbt Ex-Militärs als Ausbilder an. Und nicht nur Mexikaner. Manche kommen aus Russland, Afrika und Israel. Ein paar sind sogar aus den Staaten. Was muss schiefgehen, damit man die Arbeit für ein Drogenkartell als möglichen Karriereschritt sieht? Ziemlich viel. Okay, ganz ehrlich, ich find's richtig geil, dass die uns nicht angreifen. Weil, naja. Die sehen uns nicht. So, Ausbildungsland. Entschuldigung. Hier fährt ein Panzer. Wir nähern uns dem Zielgebiet. Schnappt euch die Ausbilder und erledigt sie. Da stehst du nicht so gut. Die Ausbilder. Schauen wir mal. Die Drohne ist oben. Hey, ein SB-Leutnant. Im Hauptquartier. Natürlich ist die gestört hier. Der Alarm ist aus. Das war's mit der Verstärkung aus der Luft. Ja, fürs Erste. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Maschinenpistolen. Sicario mit einer Minigun. Neben dem Hauptquartier. Okay, die sind eingestiegen. Okay, alles klar. Dann ist hier gut. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Da ist auch einer drin. Hier ist Ziel Nummer 5. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. Den will ich nicht erschießen. Der wird wahrscheinlich jetzt sehen.
Leiche gefunden, das ist nicht gut. Entdeckung, verdammt! Was war das denn gerade? Wieso hast du nicht nachgeladen? Idiot. Ausbilder getroffen. Gut gemacht. Schlecht gemacht. Was ist der dumme Alarm? Heli im Anflug. Kann ich von hier nicht sehen. Schon hier hochziehen, ne? Da nähert sich ein Helikopter. Das sind alle unter mir, ne? Heli im Anflug. Naja, meine Leute sind ja außerhalb in Sicherheit. Kommen auch nicht, ne? Hä? Ah, danke. Wer war das? Runter, alle runter, Heli! Heli, in den Staub! Läuft alles nicht so gut, ne?
Runter, alle runter, Heli! Hab den Heli abgeschossen. Da kommen noch mehr von denen. Granate fliegt. Beim Reifenstapel, Achtung! Ja, weil die mich treffen, ne? Granate fliegt. Wer hat mich denn jetzt getroffen? So ein Schmarrn. Alter. Ah, Scheiße nochmal! Wer hat denn mich jetzt getroffen? Ja, Mann. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Gut gemacht. Ich muss diesen... Ich muss diese Alarmanlage finden. Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. Das war der letzte Alarm. Aus der Luft kriegen die keine Verstärkung mehr. Will ich aber auch hoffen hier. So. Eieiei. Das war mal erfolgreich, erfolglos. Unidad Heli, unten bleiben. Ah, der kommt zu spät. So, da oben ist ein Ausrufezeichen. Da oben ist ein Ausrufezeichen. Und hier ist das da. Dann das da. Ja. Ich weiß, wo ein Kartellorden ist, den sie einem ihrer Strolche verleihen wollen. Sträuche. So. Dann gehen wir mal hier hin. Wieso ist da niemand? Da muss doch einer sein. Drohne fliegt. Ist immer noch gestört. Die Drohne streikt. Sie stören sie bestimmt. Die arme Drohne wird gestört. Ach, von da, der. Der sie. Wo? Soll das ein Fenster sein? Komm, ich töte dich jetzt. Wieso stirbt er nicht? Mir ist jetzt alles egal, ehrlich gesagt. Sterben die nicht? Na gut. Bereit machen, Feuer. Verstanden. Yeah.
öffne das Feuer. Granate, volle Deckung. Geil. Was kann ich gut gebrauchen? So, die Frage ist jetzt... ob das auch mit Schalldämpfer... Ja. Okay, dann ist es super. Ich brauche einen Freiwilligen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Wie konnte ich den nicht treffen? Aber der ist schon cool. Aber der Sniper. Echt not bad. Das war der letzte Ausbilder. Wir sind hier fertig. Soll das wirklich das Kartell bremsen? Klar. Wenn sich das hier rumspricht, wird es für El Muro verdammt schwer, neue Ausbilder zu finden. Und wenn die Trottel nicht zuhören, kommen wir so lange wieder, bis sie es kapieren. Granate fliegt. Nehmt das. Einer weniger. So. Gut. War natürlich nicht perfekt, aber ich hatte jetzt keinen Bock mehr. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungsheli. Wir müssen ihn nur kapern und den Rebellen zukommen lassen. Einfach, oder? So. Dann haben wir hier alles. Warte. Da ist noch ein Tango. Verluste, reißt euch zusammen. Wir haben Verluste. Haben Verluste. Verluste, reißt euch zusammen. Wir haben Verluste. Na, jetzt muss ich die retten. Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Oh. Alter. Mhm.
Und alles nur, weil ich die nicht mit einem Schuss getötet bekommen habe. Und weil ich keinen Bock hatte. Nee, aber boah, die waren echt anstrengend. Wo sind wir jetzt? Ah, kurz davor. Okay, dann schauen wir mal nach da hinten. Wir haben Gegner in der Nähe. Ja, okay. Hey, wir haben einen Narko neben dem Schießstand. Okay, den Sniper muss ich noch üben. Sauber, alle in Ordnung? Es gibt Feindaktivität. Hey, Kartellschütze, nahe des Reifenstapels. Das war knapp. Ein Ziel mit Maschinenpistolen. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Gut. So, dann schauen wir mal. Letzten Monat haben wir 200 Rekruten nach Montujok geschickt. Dein Bukat hat 40 zurückgeschickt. Und jetzt sagst du, 30 wurden bei der Ausbildung verletzt oder getötet. Was geht da vor? Bukat schont sie nicht. Er bildet sie so aus, wie er sie kämpfen sehen will. Also echte Munition, echte Granaten, Nahkampf mit echten Messern. Fehler passieren. Einige sind fatal. Was nützt uns das? Wir brauchen Soldaten, El Muro, keine Krüppel und Leichen. Und du wirst sie bekommen, Jefe. Bukat nimmt die besten dieser 200 Rekruten und macht aus ihnen Elitesoldaten, die härter und besser ausgebildet sind als alle anderen in Bolivien. Es gibt nichts, was sie aufhalten kann. Nichts, El Muro. Nicht einmal Geister. Was? Was soll das bedeuten? Schon gut. Schick mir 50 dieser Elite-Sikarios, sobald sie soweit sind. Ich habe Verwendung für sie. Er meinte uns. So, was ist das? Ja, naja. Okay. Was ist das? Ein 3-Punkt-Laser? Alter. Die ist cool. Und dann gibt's noch. Da weiß ich nicht. Also da gibt's ziemlich safe keinen Schalldämpfer. Weil das ist so eine. Ja, das ist die krasseste Sniper, die es in realen gibt. Überrascht mich, dass wir die jetzt schon bekommen. So. Den will ich auch haben. Die ist cool. Gut. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was wir das nächste Mal machen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir haben halt auf voller Breitseite, Linie, was weiß ich, versagt. Aber nein. Gut. Bis dahin. Macht's gut.